Okay, das war's. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr ab und zu mal ein bisschen meckert auf Discord. Also, wenn es wirklich Ausmaße annimmt, die wir persönlich nicht mehr gut finden, dann werden wir euch erstmal anschreiben nach dem Motto, hey, da vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Und gut ist, es ist dann auch noch nicht mal wirklich so eine Verwarnung. Es ist dann eher so, hey, so ein Anstupsen quasi. Und solange das noch nicht passiert ist, müsst ihr euch da auch keine Sorgen machen. Alles gut. So, haben wir Game Freak auf jeden Fall auch. Das ist schon mal gut. Die haben uns vielleicht auch ein bisschen zerlegt. Aber hey. Immerhin. So, heißt, wir haben jetzt, hallo Gracie, das P2-Labor gemacht mit dem Akromas Rematch. Wir haben Heatran umgeklatscht. Wir waren in Enns Schloss und haben gegen Sekrom gekämpft. Wir waren in Drachenstiege und haben Sekrom gefangen. Wir waren danach nochmal in der Riesengrotte und haben Kyurem gefangen. Und waren jetzt auch noch bei Game Freak. Also eigentlich schon mal eine echt gute Quote. Wir hätten jetzt noch potenziell 2 Punkte auf der Liste, die wir machen könnten vor den Liga-Rematches. Also eigentlich sind wir auch in der Zeit echt gut. Aber erstmal uns die Medaille noch abholen. Achso, ist nur eine Tippmedaille. Na gut. Allerdings, wir haben viel gemacht, ja. Extra für dich nochmal aufgezählt. Allerdings, die anderen beiden Sachen, die wir jetzt machen können, die sind nicht ohne. Zum einen gibt es noch einen ganz tollen Kampf hier in Ondula, den wir machen können. Den gab es in Schwarz und Weiß 1 auch schon. Der ist nicht so nett. Aber okay. Zum anderen könnten wir jetzt in Enns Schloss zurückkehren und uns noch mit ihm einen Kampf liefern. Denn En kämpft auch. Einmal pro Jahreszeit. Was ich ganz cool finde, dass man gegen den tatsächlich auch nochmal kämpfen kann. Und zwar nicht nur gegen Sekrom oder Reshiram, sondern auch wirklich gegen vollwertiges Team. En hat Jahreszeiten-Teams, bedeutet im Frühling, im Sommer und im Herbst und im Winter jeweils ein anderes Team. Problem an der Sache ist, wir haben aktuell Frühling bei uns hier im Spielstand. Im Winter hat er ein Hagel-Team, logischerweise. Im Herbst ein Sandsturm-Team, im Sommer ein Sonnenteam und im Frühling eben ein Regenteam. Und Regen ist so mit das Worst-Case-Szenario für unser Team, weil Morag und Tora die einzigen sind, die da wirklich was gegen machen können, weil die keine Wasserschwäche haben. Problem ist, dass Wasser-Pokémon auch oft Eisattacken haben, das heißt, Morag würde auch wieder wegfallen. Heißt, der einzige, der wirklich die 6 Pokémon bekämpfen könnte, das wäre Tora. Und ehrlich gesagt habe ich da nicht ganz so viel Interesse dran, mich von N und seinem Regenteam recken zu lassen. Weil Sandsturm gegen Regen ist nicht so nett. Also das Sonnenteam hätte ich voll genommen. Auch alles andere, aber Regen ist für uns jetzt nicht ganz so toll. Leider. Und ich wollte jetzt auch nicht extra die Zeit nochmal umstellen vom System. Ich hätte, glaube ich, die Zeit vom oder das Datum vom PC komplett umändern müssen und da hatte ich nicht so viel Lust drauf. Aber das könnten wir potenziell auch noch machen, nur wie gesagt, ich glaube, dass das sehr schmerzhaft werden könnte mit diesem spezifischen Jahreszeitenteam. Deswegen denke ich, dass wir uns das gegebenenfalls klemmen, aber das könnte man potenziell auch noch machen. So, die andere Sache wartet, wie gesagt, hier in Ondula auf uns. Ihr hört bestimmt schon die Musik noch im Hinterkopf. Ich möchte nur einmal kurz in das Haus reingehen und dann hoffentlich noch mein Team umstellen. Oh, die Musik ist so gut. Huch! Sag, wie heißt du? Ah, Svenja. Den Namen werde ich mir merken. Ich heiße Cynthia und bin Trainerin. Ich bin sehr wissbegierig, weißt du? Darum erforsche ich die Legenden, die sich um Pokémon ranken. In Ondula gibt es doch eine Unterwasserruine, nicht wahr? Daher wohne ich für die Dauer meiner Untersuchungen im hiesigen Anwesen eines Bekannten von mir. Ich fände es übrigens sinnvoll, wenn wir unsere Pokémon mal gegeneinander antreten ließen. Auf diese Weise können wir uns nämlich besser kennenlernen. Später? Keine schlechte Entscheidung! Ja! Ich glaube auch. Ja, Cynthia kann man hier in Schwarz und Weiß 1 schon antreffen, was ich super cool finde und in Schwarz und Weiß 2 eben auch. Cynthia ist halt immer noch so mein liebster Champ und
der Champ, wo ich die meiste Angst vor habe. Kann man nur im Frühling und Sommer hier antreffen, was natürlich sehr praktisch ist, weil wir eben gerade Frühling haben. Deswegen haben wir die Möglichkeit, gegen Cynthia zu kämpfen. Problem ist, sie hat prinzipiell schon ihr Standardteam, aber ihr Moveset ist sehr beschissen. Und zwar nicht dieses Beschissen, was es uns leicht macht, sondern wirklich Bullshit beschissen. Dementsprechend habe ich da schon ein bisschen Angst vor, dass sie uns da teilweise ziemlich auf die Nerven gehen wird mit ihrem Team. Und die andere Sache ist, dass sie Level 82, glaube ich, hat. Deswegen normalerweise, wenn ich jetzt wirklich auch das schwarze Hochhaus noch gemacht hätte, immer mal wieder nebenbei, dann wäre ich wahrscheinlich vom Level her auch ein bisschen höher gewesen dafür. Da das allerdings nicht der Fall ist, muss ich ein bisschen nachhelfen. Level 80 kann man sich da, glaube ich, doch mal gönnen für Cynthia und eben auch für die Liga-Rematches. Die gehen nämlich bis Level 83 hoch. Das heißt, da sollte 80 auf jeden Fall für beides eigentlich ein ganz gutes Niveau sein. Die Sache ist, es ist eben auch der Hürdenmodus. Das heißt, sie ist da vielleicht doch noch mal ein bisschen gemeiner aufgestellt als ohnehin schon. Aber mal gucken. Erstmal, wie gesagt, noch ein bisschen hochleveln. Und dann sind wir, wie gesagt, glaube ich, für alles, was jetzt noch kommt, auf jeden Fall auch gut gerüstet. Nur Cynthia, wie gesagt, ist eh eine starke Gegnerin und dann unterlevelt reingehen, muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Cynthia startet, wie sonst auch, mit ihrem Krüppuck. Das an sich ist jetzt nicht so das Problem, weil wir da halt schon viele Möglichkeiten hätten, gegen vorzugehen. Weil prinzipiell ist es ziemlich egal, was wir machen. Wir haben eh nichts sehr Effektives. Die Sache ist, ihr Krüppuck hat ein Doppelteam-Set. Fragt mich nicht, warum man einem Level 80 Krüppuck eines Champs Doppelteam gibt. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nervig. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Ding nicht noch Hypnose und Traumfresse hat. Also so richtig, richtig gut. Ne? Dementsprechend normalerweise würde ich halt immer mit Rex starten. Für den permanenten Sandsturmschaden. Vielleicht mache ich das auch. Werde dann allerdings, glaube ich, recht schnell auf Laura wechseln, nachdem der Sandsturm draußen ist. Um mit Aeroast auf jeden Fall sicher zu treffen. Macht zwar nicht den größten Schaden, aber es trifft zumindest. Deswegen, ja, habe ich da nicht ganz so viel Lust drauf. Aber Sandsturm rausholen ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Sache. Ich hoffe, ihr seid bereit für gute Musik. Ich habe es mir anders überlegt. Unmittelbar vor einem Kampf beginnt mein Herz immer schneller zu schlagen. Ich spüre förmlich die Vorfreude der Pokémon in ihren Pokébällen. Geht es dir auch so? Dann zeig's mir! Ich bin so froh, dass sie ihr Theme behalten hat. Let's do this! So, Krüppuck, Level 80. Dann haben wir schon mal den Sandsturm. So. Und dann, wie gesagt, da potenziell Doppelteam kommen könnte, erstmal Laura rausholen. Passend dazu, ja, da ist auch schon das Doppelteam, können wir dann auch unseren Toxic Orb direkt auslösen und Krüppuck bekommt nebenbei noch den Sandsturmschaden. Also auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Start. Nur ich möchte jetzt auch nicht riskieren, was Stärkeres einzusetzen oder vielleicht auch Toxin zu machen und da nicht zu treffen. Und wenn sie jetzt sowieso erstmal greedy ist und mit Doppelteam auf plus 6 oder so gehen möchte, ne, dann kann ich eh erstmal gut draufknüppeln. Problem ist, durch den Erzwinger habe ich halt nicht ganz so viele Attacken, wie ich normalerweise hätte und sie wird mit Sicherheit auch heilen. Oh, jetzt kommt ein Spukball, okay. Aber normalerweise reichen zwei Doppelteam auch schon, wenn man nichts mehr trifft. Aber wie gesagt, so kann ich auf jeden Fall immer sicheren Schaden machen. Ja, da ist die Top-Genesung.
Dann ist die aber schon mal weg. Weiß nicht, ob sie vielleicht zwei hat. Aber okay. Und klar, der Schaden ist auch nicht zu unterschätzen von dem Krüppruck, aber durch den Aufheber bekommen wir immer noch mal wieder was zurück. Plus, wenn sie zwischendurch vielleicht mal heilt oder wie gesagt Doppelteam macht, dann bekommen wir ja noch mehr Heilung wieder zurück. Und ich glaube, hier war es halt echt wichtig, das Aero-Ass zu haben. Oder irgendwas, was auf jeden Fall immer trifft. So. Krüppruck schon mal platt. Wir kämpfen quasi jetzt gegen unser Platin-Team. Ich hatte mir ja auch schon mal ein Cynthia-Team gebaut, falls ihr das Projekt auch gesehen habt. So. Milotic werde ich vermutlich mit Thora machen müssen. Das Problem ist, bei diesem Milotic, wie sage ich es am besten? Milotic ist sowieso schon ein schwieriges Pokémon. Es ist ein sehr, sehr schönes Pokémon, was ich super gerne mag. Aber es ist halt generell schon schwierig, weil es recht bulky ist und halt generell auch schon gut nerven kann mit Genesung oder hat halt auch Eisattacken, Wasserattacken, ne? Also es ist halt sowieso schon ein Pokémon, was ich nicht so gerne bekämpfe. Und dieses Milotic da vorne kann Anziehung. Dementsprechend ist es eigentlich nicht so toll, ein männliches Pokémon reinzuschicken. Problem ist, es hat halt eine Eisattacke. Das heißt, sowohl Morag als auch Laura wären vermutlich One-Hit und Nia würde wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Hydropumpe so gut tanken. Dementsprechend müssen wir einfach mal hoffen, dass wir da so irgendwie durchkommen. Und bezüglich des Projektes, das gerade angesprochene Platin-Projekt ist auch schon komplett auf YouTube hochgeladen. Das Projekt hier jetzt natürlich noch nicht, das kommt dann, ja, irgendwann, wenn es fertig ist und irgendwann in der richtigen Reihenfolge, weil ich vorher natürlich auch noch andere Projekte habe. Aber irgendwann auf jeden Fall, ich weiß nicht, welches von beiden du jetzt meintest, aber zur Not kann man auch alles hier auf Twitch nachgucken. Natürlich kommt die Anziehung. Oh gut, mein Toxin kommt durch. Das war super wichtig. Dann hat Milotic auf jeden Fall jetzt Giftschaden und Sandsturmschaden. Ich kann halt versuchen, mit Thora noch ein bisschen was zu machen, weil ich glaube, Thora auch generell das meiste tanken sollte, was da kommt. Sei es jetzt Eis oder Wasser. Aber ja, ein bisschen anstrengend. Der Toxic Stall, ja. Man muss sich zu helfen wissen. Ja, es tut schon ganz schön weh. Ich finde es aber super, wie Thora einfach jetzt dreimal mit 50% durchgekommen ist. Ich glaube, 50% ist nämlich das bei Anziehung eigentlich. Ja gut. Beschwere ich mich nicht drüber. So, Lucario. Bei Lucario ist es prinzipiell, glaube ich, ziemlich egal, wen ich reinschicke, weil Erdbeben immer ziemlich gut wehtun sollte. Ich weiß halt nicht, ob es eher physisch oder speziell ausgelegt ist. Vielleicht hätte ich Rex auch lieber nicht reinschicken sollen, wenn ich mir das jetzt so angucke. Vielleicht hätte ich mir Rex lieber für Knackrack aufsparen sollen. Wegen dem Eiszahn. Jenny, danke schön für 18 Monate Treue. Wenn ich mal gucke, wir haben Krüppruck gesehen und Milotic. Ich glaube, ich möchte Rex doch nicht draußen haben. Das war jetzt vielleicht ein kleiner Denkfehler von mir. Ich hoffe, der wird jetzt nicht zu sehr bestraft. Aber ich glaube, Rex kann ihn noch gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das Ding vielleicht einen Drachenpuls oder sowas hat. Aber ich hoffe einfach mal, dass Morag auch guten Schaden drücken kann. Perfekt. Dann haben wir das Problem nämlich nicht. So, Glaciola ist natürlich auch wieder so ein kleines Problem. Deswegen werden wir da auch wieder auf Thora zurückgehen. Weil der, glaube ich, mit
am besten tanken sollte, was uns da entgegengeworfen wird. Weil Glaciola hat natürlich auch schon einen recht guten speziellen Angriff. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Und es ist so ein schönes Pokémon. Ich bin... Branawatz ist schneller als Glaciola. Das ist schon in gewisser Weise traurig. Ich mag auch den Sprite total gerne. Autsch. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen von überlebe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich werde mal mir einen Hypertrank gönnen und die Sache einmal beobachten. Ja, das Eclair Lull. Wobei mein Glaciola ja eigentlich sehr freundlich aussieht, finde ich persönlich. Glaciola in-game hat halt sehr oft keinen Mund. Ja. Weiß nicht, ob der Ableithieb das wirklich gegenheilen kann. Also ich finde, wie gesagt, Glaciola in-game sieht immer sehr anmutig eigentlich aus und ein bisschen ernster als mein Emote dazu. Aber muss ja auch nicht immer 1:1 sein. Überlebe ich das noch ganz knapp? Oha. Nice. Okay. Ah, Glaciola drückt schon guten Schaden. Okay, haben wir das auch. Sie hat schon ein echt cooles Team. Dann kommt Knackrack. Ihr Signature-Pokémon. Knackrack ist immer so eine Sache. Level 82. Muss mal gucken, wie viel Schaden ich bekomme und wie viel Schaden ich im Gegenzug machen kann. Hypoterus ist hier eigentlich recht bulky, zum Glück. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht noch besser aus. Okay. Also Knackrack hätte echt gefährlich werden können, aber es hatte keine Lust. Okay. Und Togekiss. Ob Sieg das hinbekommt? Ich würde es ja schon gerne mal versuchen wollen. Ja, weil ich es immer lustig finde, wenn Flunschlick tatsächlich was reißt. Aurasphäre. Wie viel Schaden macht das? Das geht. Bin immer wieder überrascht, wie viel Flunschlick eigentlich tankt. Wahrscheinlich geht einfach 80% der Attacke immer daneben. Weil die schießen dann auf Flunschlick und das meiste geht einfach über seinem Gesicht weg. Deswegen nimmt das nicht so viel Schaden. Das ist so meine Theorie. Es wird immer nur hinten am Schweif getroffen. Joa. Das ging doch eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das Krüppuk war noch mit das Schlimmste. Und bei Milotic hatten wir echt Glück, dass wir durch die Anziehung durchgekommen sind. Das hätte nämlich auch ganz schön nerven können. Nice! Was für ein fantastischer Kampf. Echt großartig. Ich komme nur im Frühling und im Sommer hierher, wenn es schön warm ist. Du musst bedenken, ich habe schon in Sinnoh sehr viel zu erforschen und auch sonst eine Menge zu tun. Aber ich freue mich immer, wenn du mir einen Besuch abstattest, lieber Trainer. Ich glaube, einmal reicht. Okay. Heißt, wir haben alles gemacht, was ich machen wollte. Das hat doch echt gut geklappt. Gut, es waren jetzt trotzdem 2 Stunden. Aber finde ich gut, dass wir das alles so gut abklappern konnten. Wir können, wenn wir in den Credits sind, auch nochmal so ein bisschen durchgucken, was wir jetzt alles so geschafft haben im Rahmen der Afterstory, weil das halt echt viel ist. Ich meine, klar, wir haben auch so ein paar Sachen nicht gemacht, logisch. Aber das meiste haben wir uns angeguckt. Und wenn nicht, dann zumindest mal angesprochen. So. Ja, wenn dann will ich schon gerade Zahlen haben. Genau, holt schon mal eure Fahnen raus. Die können wir gleich nämlich echt gebrauchen.
Ich nehme mal besser zu viel als zu wenig mit. Das Geld brauche ich ja hinterher sowieso nicht mehr. So. Gegengift und so weiter können wir auch schon mal mitnehmen. Moment, wie viel wollte ich jetzt mitnehmen? 7. Brauche ich so wenig Aufwecker? Vielleicht, weil über alles eingeschläfert wurde bei dem Game Freak-Typen, aber okay. So. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Flup. Also, die Pokémon-Liga haben wir ja schon mal gemacht, logischerweise im Rahmen der Hauptgeschichte. Hier und dort war es vielleicht ein bisschen kniffelig mit unserem Monoteam, aber eigentlich hat es unterm Strich ziemlich gut geklappt. Die Sache ist, wir haben ja zu Beginn der Afterstory in den Hürdenmodus umgeschaltet. Und die Pokémon-Liga Rematches sind sowieso schon ein bisschen anspruchsvoller, weil die Gegner jetzt auch mehr Pokémon haben. Und im Hürdenmodus natürlich noch umso schwieriger, weil wenn schon, denn schon. Bedeutet, die Top 4-Mitglieder und auch der Champ, die haben jetzt alle 6 Pokémon mit ziemlich guten Movesets, guten Fähigkeiten und jedes gegnerische Pokémon trägt ein Item. Bedeutet, das ist schon eine ziemliche Herausforderung allgemein und natürlich mit einem Monotype-Team umso mehr. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt so laufen wird gegen die 5 letzten Trainer dieses Projektes. Ihr könnt euch sehr gerne euer Fähnchen schnappen und unser Pokémon-Team anfeuern, weil ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Ich denke mal, Level 80 sollte auch okay sein. Wenn ich in der Liga merke, es passt nicht, können wir immer noch so ein bisschen nachleveln. Aber ist schon krass, wenn ich da oben sehe, erhalten mit Level 2 und jetzt Level 80, ist schon eine lange Reise gewesen. Wir haben auf jeden Fall Rex, unser Hippoteros mit den Überresten und dem Sandsturm, also auf jeden Fall auch ein Pokémon, was sehr viel Support geben wird. Hat auch eigentlich ein sehr ausgewogenes Moveset. Also ich denke, Rex ist auf jeden Fall gut aufgestellt und freut sich mit Sicherheit, auch wenn ihr eure Fähnchen für ihn wedelt. Dann haben wir Morak, unser Libeldra, mit dem Beulenhelm, auch sehr praktisch. Gut, fliegen brauche ich jetzt nicht unbedingt in der Liga, aber ich denke, das sollte eigentlich auch ganz gut passen. Alle anderen freuen sich natürlich auch über eure Fähnchen, nicht nur Rex. Dann Nia, unser Stalobor, wird vermutlich nicht ganz so sehr zum Sweepen kommen wie beim ersten Durchlauf. Leider. Dafür sind da, glaube ich, zu viele Notbremsen im gegnerischen Team drin. Aber trotzdem, vielleicht kommen wir ja dazu, ein kleines Setup zu machen und dann alles platt zu machen. Dann natürlich Tora, unser Branawatz, mit Sägesang eigentlich auch ziemlich gut aufgestellt und kannst nur auch ein bisschen stallen. Und auch Laura mit dem Toxic Orb natürlich eine ganz gute Taktik. Könnte auch ein bisschen setupen, aber joa, mal schauen. Und natürlich Sieg, unser Flunschlick, auch mit dem Sägesang. Gut, der Blitz ist jetzt nicht so notwendig, aber ich denke, der Rest sollte auch ganz gut passen. Also ja, das ist auf jeden Fall unser Team für die Liga-Rematches. Hat sich jetzt ja auch eigentlich nichts geändert dran. Ich könnte im PvT vielleicht noch farmen und versuchen, irgendwelche Wahl-Items zu bekommen, aber ich denke, es sollte auch so eigentlich machbar sein. Ich würde allerdings ganz gerne einmal kurz noch ein Päuschen machen, bevor wir in die Liga reingehen. Das heißt, wenn ihr euch noch Trinken holen wollt, wie Nightbot gerade schon sagt, oder Snacks oder ein Fähnchen, dann wäre das jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Ich bin sofort wieder da.